Das Thema Attitude und um ein wichtiges Thema, was die meisten Gemüter erhitzt, was viele Menschen bewegt, es ist das Thema finanzielle Freiheit. Ich habe in meiner Facebook-Gruppe die Frage gestellt, wie wichtig ist dir das Thema finanzielle Freiheit auf einer Skala von 1 bis 10? Ich kann dir jetzt schon sagen, keine Antwort war unter 9, aber es gab durchaus Antworten, die reichten bis zu 12. Das hat mich echt überrascht, denn die Frage war ja auf einer Skala von 1 bis 10 und manchen der Menschen, die Antworten gegeben haben, war es so wichtig, dass 11 und 12 theoretisch eine Option war. Und da ich einige der Antwortgeber persönlich kenne, war ich über die Antworten insbesondere überrascht, weil ich weiß, dass sie in Bezug auf finanzielle Freiheit noch nicht wirklich die Schritte eingeleitet haben, die sie überhaupt erstmal nur annähernd in diese Richtung bringen könnten. Doch warum ist das so? Die Antwort ist relativ simpel. Viele Menschen lieben die Vorstellung von finanzieller Freiheit. Wenn sie sich vorstellen, wie ein Leben aussehen könnte, wo sie keine Geldsorgen haben, wo sie aus den Erträgen ihres Vermögens leben können oder wo sie aus einem Network Marketing so viel Einkommen produzieren, dass sie durch die Weltgeschichte reisen können, ohne darüber nachzudenken, was kostet was und wann müssen sie eigentlich das nächste Mal im Office sein. Die reine Wahrheit ist, die Vorstellung reicht nicht, denn die meisten sind einfach nicht ambitioniert, nicht mutig, nicht hungrig genug, um diesen Weg zu gehen. Und da haben wir schon das Grundproblem. Finanzielle Freiheit ist seit Jahren ein absoluter Verkaufsschlager und viele, und ich sage ganz bewusst dazu, Pseudo-Money-Coaches und viele Anbieter von irgendwelchen Seminaren verkaufen diese Illusion von finanzieller Freiheit in Online-Kursen, Seminaren, Webinaren zu Preisen von 99 Euro bis hin zu 10.000 Euro Coaching ohne Inhalt. Und das Spannende dabei ist, dass nur einer dabei verdient. Und das ist derjenige, der den Traum, der die Illusion von finanzieller Freiheit verkauft. Denn dir muss eins klar sein, wenn finanzielle Freiheit auch für dich ein Thema ist. Finanzielle Freiheit ist ein Marathon. Es ist kein Sprint. Und die wenigsten der Menschen, die dich beim Thema finanzielle Freiheit ach so toll beraten wollen, sind nicht bereit, einen Marathon mit dir zu gehen. Sie wollen nur mit dir sprinten. Sie wollen dir nur die Tür öffnen. Sie wollen dich nur schubsen. Aber sie wollen nicht Verantwortung dafür übernehmen, dass du auf diesem Weg auch tatsächlich vorwärts kommst. Denn eines ist klar, niemand kann diesen Weg für dich gehen, den musst du schon alleine gehen. Aber Menschen, die dir helfen wollen, diesen Weg zu gehen, sie müssen auch bereit sein, mit dir auch Hand in Hand diesen Weg zumindest für eine Zeit lang zu gehen, bis du von selbst laufen kannst. Denn dazu gehört natürlich nicht nur der Wunsch, finanziell frei zu werden, dazu gehören Skills, dazu gehört Durchhaltevermögen und dazu gehört natürlich auch zu wissen, wie dieser Weg funktioniert. Und wenn du dich an das Trigon des Lebens erinnerst, als ich dir gesagt habe, Attitude, Business und Investing, diese drei Dinge gehören zusammen und nur das aus meiner Erfahrung und vielen Gesprächen, Coachings und Beratungen mit Menschen, die sich für diesen Weg entschieden haben, nur das funktioniert. Und du weißt ganz genau, als Angestellter wird es schwierig. Mit einem eigenen Business hast du Chancen. Aber es gehören noch andere Themenbereiche dazu. Und wenn du die nicht hast, dann ist es egal, was du willst. Dann musst du dich auf den Weg machen, all das bei dir auch anzulegen. Es reicht nicht, wenn du einfach nur ein positives Mindset entwickelst oder zumindest glaubst, dass es irgendwie positiv ist, sondern du musst es natürlich verinnerlichen, du musst es in dir anlegen, du musst es in dir kultivieren, du musst es durch deine Ausstrahlung, durch deine Aktivitäten auch unterstützen. Es reicht übrigens auch nicht nur für andere zu arbeiten, denn damit trägst du nur zu deren finanzieller Freiheit bei und nicht zu deiner eigenen. Und es reicht auch nicht, Geld zu verdienen, sondern es gehört vielmehr dazu, dass du weißt, wie du dieses Geld, was du verdienst, was du für den Aufbau deines Vermögens verwenden willst, auch produktiv arbeiten lässt. Und zwar in Form von Investitionen, in Form von Investments. Und zwar egal, ob du dir Aktien kaufst, ob du dir eine Immobilie anschaffst, ob du dich an einem Startup beteiligst oder andere Dinge tust. Wichtig ist, dass du ein Grundverständnis für all das hast. Und du bekommst jetzt schon einen Eindruck davon, dass nur anzugeben, auf welchem Wert auf der Skala von 1 bis 10 finanzielle Freiheit für dich eine Bedeutung hat, nichts an deiner Lebenssituation in den Zuständen ändert, unter denen du momentan gerade unterwegs bist. Wenn du finanzielle Freiheit erreichen willst,
dann solltest du anfangen damit. Dann solltest du anfangen, an dir zu arbeiten, insbesondere an deiner Einstellung, an deiner Attitude. Und dann darfst du darüber nachdenken, wie es ist, dir ein eigenes Business aufzubauen. Und wenn du das anpackst, dann darfst du darüber nachdenken, was du mit den wirtschaftlichen Erfolgen aus deinem Business über Investments auf den Weg bringst. Nur so funktioniert finanzielle Freiheit und nicht anders. Und wenn du jetzt glaubst, dass es der richtige Weg ist und wenn du jetzt glaubst, dass du die Zeit gekommen ist, dich selbst auf diesen Weg zu machen, dann gebe ich dir auch einen Zeitpunkt, wo der Startschuss für dich damit beginnt. Am 11. und 12. September in diesem Jahr werden wir in Frankfurt am Main die Unternehmeroffensive 2021 veranstalten. Und es treffen sich da nicht nur Unternehmer, es treffen sich da auch Menschen, die gerade am Anfang ihrer Selbstständigkeit sind und es treffen sich auch Menschen, die nur den Gedanken im Kopf haben, endlich aus ihrem Angestelltenverhältnis auszubrechen, weil sie alles erlernen können und wollen, wie es funktioniert, den Weg in die Freiheit zu gehen, in die Selbstständigkeit, in ein eigenes Unternehmen, in die Chance, endlich mal Vermögen aufzubauen, weil dein Unternehmen die Quelle dafür geworden ist. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann findest du hier unter diesem Video den Link zur Unternehmeroffensive und da kannst du dir dein Ticket besorgen. Und ich gebe dir noch ein kleines Geschenk mit, weil du diesen YouTube-Kanal schon länger verfolgst, bekommst du von mir einen Sondercode. Den findest du auch hier unter diesem Video. Und dieses Sonderticket für dich beinhaltet 100 Euro von mir geschenkt auf jede Ticketkategorie, für die du dich entscheiden willst. Egal, ob du virtuell dabei sein möchtest oder ob du direkt vor Ort dabei sein möchtest und dich mit Menschen verbinden willst, die genau wie du denselben Weg anstreben oder schon einen Teil davon gegangen sind. Vergiss nicht, 100 Euro mit deinem Sondercode YouTube, so kommst du zur Unternehmeroffensive. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen oder wir sehen uns im nächsten Video. Darf ich nicht vergessen, abonnieren, Glocke betätigen und dann wird das Video angezeigt. In diesem Sinne, dir eine gute Zeit, bis dann, ciao, ciao.